Hey Leute, hier ist Hunted. Ich habe noch eine genaue Übersetzung vom Skill vom neuen Helden bekommen und die will ich euch nicht vorenthalten. Wir lagen vorhin schon ganz gut. Und zwar, wenn der Skill aktiv ist, wird der Schaden auf x beschränkt und die Angriffsgeschwindigkeit um x% für x Sekunden erhöht. Cooldown von x Sekunden. Das erinnert auf den ersten Blick sehr, sehr stark an den Schädelkrieger. Da hat er auch so ein Damage Cap. Die Frage ist, wie viel Schaden bekommt er denn noch wirklich? Und ja, jeder kennt den SK, ist ein sehr, sehr starker Held. Wenn er denn erstmal geprockt hat, kriegt er eben kaum noch Schaden und heilt gut aus. Anders als der SK wird hier nicht der Schaden erhöht, sondern die Angriffsgeschwindigkeit. Ist die Frage, wie hoch wird die Angriffsgeschwindigkeit erhöht? Wir haben ja eh durch den PD und durch den Micha noch Helden, die andere Helden buffen können. Angriffsgeschwindigkeit hört sich für mich erstmal nicht so stark an. Die Frage ist, kann er sich selber in irgendeiner Form hochstacken? Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Ich denke mal hier, der Cooldown wird höher sein als die Aktivzeit. Sonst hätte man einen Held, der quasi immer, wenn er einmal ausgelöst hätte, eben diesen Damage Reduction hätte, ist die Frage, wie stark sie ist. Was ist noch das zusätzliche Feature, was er hat? Nach jedem Angriff fliegen, mit der Ausnahme, wenn keine Mauer in der Nähe ist, Stahlfäuste auf nahe feindliche Gegner und versuchen Sachen X Schaden. Ja, diese Frage ist mit dieser Mauer, was es damit auf sich hat. Warum es diese Einschränkung da gibt. Aber ich stelle es mir nicht so vor, jedes Mal, wenn der Held angreift, schlägt er einmal zu und dann werden diese Stahlfäuste in irgendeiner Form abgeschossen, wird es eine nette Animation geben, wird irgendwas in der Nähe anvisiert und es wird nicht nur Single-Target, sondern AOE-Damage gemacht. Also feindliche Gegner, Mehrzahl, werden dann getroffen. Also ich bin gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird und wie stark die Damage-Reduktion ist. Aber hier haben wir schon mal eine genaue Skill-Beschreibung und ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare so reinschreibt, wie ihr den Helden findet, was ihr von der Skill-Beschreibung denkt. Ich finde, es geht Richtung SK, SK 2.0. Mal schauen, wie stark die Schadensreduktion ist und wie hoch der Buff ist und vor allem, wie stark hier die Stahlfäuste sind, wenn sie denn fliegen auf die nahen Gegner. Soweit von mir, euer Mantel. Tschüss!